Ein himmlisches Hallo, ihr Lieben, und frohe Ostern von Herzen. Kommen wir zum Engel-Reading für die kommende Woche. Sicherlich interessiert euch, was in der nächsten Woche wieder kommt. Beginnt am Montag bis zum kommenden Sonntag. Hier nochmal der Hinweis auf Nadja Hafendörfers und mein Special-Angebot. Ne? Also unsere Rückführungen sind momentan zum Sonderpreis verfügbar. Dazu findet ihr einen Link hier im Beschreibungstext. Aber nun zum Engel-Reading für die kommende Woche. Die Engel sagen sowieso, wir sind in einer tollen Energie. Das Venusjahr hat begonnen. Speziell geht es in diesem Jahr um die Liebe. Das Thema Liebe wird gerade sehr, sehr gestärkt, wird sehr gefestigt. Und dementsprechend bin ich ja auch Ende April mit Erzengel Samuel und den Engeln der Liebe für euch in Karlsruhe. Auch dazu ist der Link hier nochmal im Beschreibungstext. Da bin ich ja sowieso für euch und mit den Engeln, weil es um das Thema Liebe geht und Liebe in diesem Jahr das Schlüsselthema ist. Ihr habt die Möglichkeit, eure Blockaden loszuwerden, sagen die Engel gerade. Und jetzt geht es um euer persönliches Reading. Du atmest tief ein und aus und konzentrierst dich auf Möglichkeit A, B oder C und du gehst einfach mal in dich und guckst, was fühlt sich für dich stimmig an? Was ist hier der richtige Buchstabe für die Woche vom kommenden Montag bis Sonntag? Und jetzt entscheidest du, was für dich richtig ist. In den nächsten Augenblicken. Okay, ich werde gleich zu der Auflösung kommen, was ihr für eine Botschaft habt. Wie geht A oder B oder C? Du hast dich entschieden. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Generell kann gesagt werden, die Engel sind natürlich für euch da und umhüllen euch und umschließen euch mit all ihrer Liebe. Und wie gesagt, und natürlich Möglichkeit A, B oder C. Aber an dieser Stelle sei nochmal gesagt, Engel TV soll interaktiv sein. Das heißt, macht mit, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch mit den Readings bisher ging. Schreibt mir, was ihr euch wünscht, wo ihr sagt, ey, das würde mich interessieren über die Engel, über meine Arbeit oder ähnliches. Ich freue mich natürlich über jedes Abo von eurer Seite. Ein Abo ist immer ein Abo für die Engel und ein Like von euch ist ein Like für die Engel und somit auch ein Kommentar für die Engel. Möglichkeit A. Du hast dich also jetzt für Möglichkeit A entschieden und das ist deine Botschaft. Mutter Maria ist an deiner Seite und gibt dir ganz, ganz viel Wärme, ganz viel Geborgenheit. Vielleicht hat dir die Mutterliebe sehr gefehlt, die mütterliche Liebe im Leben sehr, sehr gefehlt und es ist gemangelt. Mutter Maria möchte dir ihren aquamarinblauen Mantel umlegen und dich mit ihrer Liebe einhüllen. Sie sagte, sein Thema ist die Liebe in der Bedingungslosigkeit. Dein Thema ist, auch wieder zurückzufinden zu deinem Lachen, zu deiner inneren Kindheit, zu deiner Schönheit und zu deiner Weiblichkeit. Es wird ganz spannend. Kann natürlich sein, dass du ein Mann bist. Aber wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile in uns. Und Mutter Maria sagt, dass du dazu geneigt warst, deine Männlichkeit sehr hervorzuheben, sehr deine männlichen Anteile gelebt hast, sehr aktiv durchs Leben gegangen bist, sehr gekämpft hast wie ein Mann und jetzt ist dein Lernprozess, wieder zurückzufinden zu deiner Fraulichkeit, zu deiner eigenen Weiblichkeit. Da helfe ich dir gerne dabei, wenn du möchtest. Komm in eine persönliche Beratung, da bin ich gerne für dich erreichbar unter 0900 377 8875 oder einfach auf den Link hier unten klicken. Da kann ich dir helfen, auch Nadja Hafendörfer kann dir sehr gut dabei helfen und den Link zu ihrer Seite findest du natürlich auch unten im Beschreibungstext. Du hast dich für Möglichkeit B entschieden. Jetzt bist du dran. Auch für dich haben die Engel natürlich oder die geistige Welt immer eine Botschaft. Und hier meldet sich gerade Erzengel Raziel und er sagt, du bist eine ganz weise Seele. Sehr viel spirituelles Wissen liegt in deiner Seele, was du mitgebracht hast aus vielen Inkarnationen, aus vielen Leben bereits heraus. Und dieses Wissen möchte wieder zum Leben erwachen. Dieses Wissen sollst du wieder rausholen. Du bist ein Berater, du bist ein geborener Heiler und die Gabe ist dir von Gott geschenkt. Aber, jetzt kommt natürlich eine große Frage, die viele stellen, wenn man noch eine Gabe bekommen hat, wieso muss man dann Ausbildungen machen? Möchte ich an dieser Stelle kurz erklären, weil das für dich gerade ganz wichtig ist mit der Möglichkeit B. Weil,
Wenn wir eine Gabe bekommen, haben wir die Fähigkeit. Die Seminare und Ausbildungen, die bringen uns dazu, die Gabe zu einer Fertigkeit zu machen. Das heißt, sie richtig ausüben zu können. Zum Beispiel, ein Koch, der später mal ein Fünf-Sterne-Koch wird, hat die kulinarischen Fähigkeiten natürlich in die Wiege gelegt bekommen. Wird aber eine tolle Ausbildung machen und zu tollen Lehrern gehen, damit er dahin kommt, diese kulinarischen Fähigkeiten richtig einzusetzen und dann dieser tolle Fünf-Sterne-Koch erstmal zu werden. Das ist ganz wichtig. Ebenso zum Beispiel die Sängerin. Ne? Der Sänger wird mit einer begnadeten Stimme geboren. Die Stimme muss aber gebildet und ausgebildet werden, damit sie diese Fähigkeiten einsetzt. Und für dich, da du Möglichkeit B gewählt hast, ist es ganz wichtig zu lernen, mit den Fähigkeiten umzugehen. Ich hätte dich wahnsinnig gerne in München dabei gehabt, aber wenn du noch nicht angemeldet bist, so ist es so, dass München natürlich schon ausverkauft ist. Das ist leider so. Aber wir haben am 28. April, wie gesagt, wie am Anfang schon mal gesagt, bin ich mit Erzengel Schamul und den Engeln der Liebe in Karlsruhe. Da kannst du dabei sein, um schon mal so ein bisschen die Berührung mit den Engeln zu haben. Das wäre für dich fantastisch. Und Ende November bis Anfang Dezember wieder eine Komplettausbildung mit Zertifikat, gemeinsam mit Linda Giese, bin ich in Düsseldorf. Auch da kannst du dabei sein. Also Links dazu findest du im Beschreibungstext. Nun kommen wir zu denjenigen, die sich für Möglichkeit C entschieden haben. Auch natürlich haben die Engel für dich ganz wichtige Botschaften. Und zu dir kommt Erzengel Gabriel. Erzengel Gabriel sagt, du bist ein Autor, ein Schriftsteller, du hast oder ein Künstler. Auf jeden Fall bist du fähig, auf dem künstlerischen Sektor etwas zu erschaffen. Und da solltest du überlegen, wo sind meine künstlerischen Fähigkeiten? Wo sind meine kreativen Begabungen? Da hilft Erzengel Gabriel dir natürlich unendlich dabei. Wenn du ihn bittest, mit ihm sprichst, viel mit ihm in die Kommunikation gehst, wird er dir helfen, diese Fähigkeiten bis zum Höhepunkt nach oben zu bringen. Und das ist für dich jetzt der Schlüsselsatz. Ich bringe meine spirituellen Fähigkeiten und beziehungsweise meine kreativen Fähigkeiten zur Perfektion. Arbeite damit, arbeite auch ruhig mit der Affirmation. Wenn du wissen willst, was da genau Sache ist, was wir da bearbeiten können, dann arbeiten wir gerne gemeinsam daran in einer persönlichen Beratung. Einfach www.udo-golfmann.de zur Beratung klicken oder 0900 377 8875 wählen. Ich freue mich auf dich und die Engel freuen sich natürlich auch auf dich. So, das ist das Engel-Reading zum Ostersonntag für die kommende Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich auf eure Likes, auf eure Kommentare und auf eure Abos auf diesem Kanal. Denn ihr seid wichtig. Ihr macht Engel-TV lebendig und nur wegen euch habe ich Spaß und Freude daran, euch jede Woche neue Videos und neue Themen zur Verfügung zu stellen. Dafür brauchen wir euch. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag noch einmal an dieser Stelle und natürlich auch einen schönen Ostermontag dann morgen. Ruht euch ein wenig aus, gönnt euch ein bisschen Spaß und Freude und vielleicht das ein oder andere Schokolädchen. Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.